Ja, jetzt aber schön, wir haben heute schon Türchen Nummer 5, morgen schon Nikolaus, Wahnsinn. Und ich habe ganz vergessen, euch am Wochenende die Karten zu verlosen. Ich habe die gerade in meinem Schrank gesehen, dachte mir, ha, irgendwie, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Geht momentan ein bisschen drunter und drüber bei uns, aber nun gut, machen wir heute dafür. Ich habe euch doch die goldene Karte versprochen, die Schneeflockenkarte, und bei der bin ich mir gar nicht mehr sicher, da werde ich dann mal schauen. Und wenn dann diese auch, die Hirschkarte. Das machen wir zum Schluss. Das hänge ich hinten dran und da werdet ihr dann sehen, wer welche Karte gewonnen habt. Und dann blende ich euch ja auch immer dazu meine E-Mail ein und ihr schickt mir dann eure Adresse und dann lasse ich euch die Kärtchen dann noch zukommen. Tut mir leid, das ist mir wirklich völlig entfallen am Wochenende. Ich hatte es mir eigentlich noch irgendwie. Irgendwie hatte ich es noch im Kopf, aber dann war es weg. Gut, ihr seht schon, ich habe schon was vorbereitet. Und heute wird es noch schlichter. Also ich glaube, ich kann mich noch unterbieten. Das schaffe ich. Ich glaube, das schaffe ich noch diesen Monat. Und zwar habe ich hier einen weißen Kartenrolling. Dann habe ich mir einen Aufleger gemacht. Einmal ausgestanzt mit Moderscrap, mit dem gestrichelten Rand. Ihr findet wie immer alles unten in der Infobox. Und dann hätte ich eigentlich gerne noch ein Quadrat hier drin gehabt. Auch mit diesem Rand dann an den Seiten. Hier, ne? Solche Stanzen habe ich leider nicht, habe ich nur in rechteckig. Mist, das hat mich so ein bisschen geärgert, deswegen habe ich dann einfach Büttenrand genommen, dass ich dann irgendwie ja, einen Rand habe quasi. Da habe ich die Krealis Quadrat mit Büttenrand genommen. Wie gesagt, findet ihr alles unten. Und das werde ich mir jetzt ein Müh, aber wirklich nur ein Müh besprenkeln, damit da ein bisschen was drauf ist. Weil den Aufleger möchte ich dann quasi so ein bisschen als Rahmen nutzen. Den setzen wir uns höher. Und unser Türchen, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, seht mal, ihr seht, ich bin so durch den Wind. In Türchen Nummer 5 ist heute drin. Kommt ein bisschen spät, aber besser als nie. Ein Herz aus Ranken. Ist das nicht schön? Und das kommt dann hier in die Mitte und das ist dann quasi unser Rahmen. Also stellt euch am besten einen schönen gestrichelten Rand vor, statt den Büttenrand. Aber wie gesagt, ich muss mir mal die Stanzen irgendwie bestellen. Das möchte ich ein bisschen besprudeln. Wirklich nur so ein bisschen. Nur so ein Hauch von Gold. Denn das Herz, das mache ich dann wahrscheinlich in Savanne. Mal gucken. War so mein Gedanke. Ich wollte nicht schon wieder embossen. Ich embosse zurzeit sehr viel. Bin ich eigentlich gar nicht so. Bin ja meistens faul. Ihr kennt das ja von mir. Aber jetzt momentan, embossen ist schön. Ja, gerade so Winter-Weihnachtszeit. Alles glitzert, alles funkelt. Ach, das ist toll. Und irgendwie könnte ich jetzt alles embossen gerade. Das ist Wahnsinn. So, ich habe jetzt hier nur ein bisschen Gold. Ich will das mal versuchen, hier so in die Diagonale zu kriegen. Und nicht den ganzen Rahmen voll zu sprudeln. Einfach nur, damit hier ein bisschen was drauf ist. Aber das sieht schon sehr gut aus. Es funktioniert. Also, wenn man möchte, dann geht es auch. Aber ich kann dann nicht aufhören. Aber ich lasse es. Guck mal. Wirklich nur ein bisschen, das reicht mir schon. Dann kann das auch schon weg. So, jetzt müsste ich das nur kurz mal ein bisschen trocknen. Ich will nicht extra meinen Föhn rausholen, denn wir müssen das jetzt einspannen. Unser Spruch, genau, unser Spruch kommt hier drauf und unser Herz kommt auf den Kartenrolling. Habe ich jetzt hier Gold gesprenkelt? Natürlich. Ich habe es nicht weit genug weggelegt. Macht nichts. Das waren nur zwei kleine Spritzer. Aber das müsste halt erstmal ein bisschen trocknen, damit ich das einspannen kann. Dann nehme ich mir die Stempelhilfe. So. Ihr seht, ich habe einen großen Rand gelassen. Das ist, ich glaube, ein Zentimeter an jeder Seite. Jetzt schauen wir mal, ob ich das hinkriege, dass das gerade wird. So, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Dann spanne ich mir das jetzt hier mal ein und nehme mir mal als erstes das Herz. Und das stempel ich jetzt wirklich in Savanne. Und da möchte ich dann vielleicht noch irgendwelche Goldakzente reinsetzen. Gucken, was ich da noch finde, ob es dann wieder Nuovos werden oder ob ich noch was anderes da habe. Ist das ungefähr mittig? Könnte sein, ne? Kann man so lassen. Also einmal das Herz. Ich glaube, ich muss hier noch irgendwo was draufpacken. Das hält nicht ganz. So. Ja, das kennt ihr von SO, der Savanne. Diesen schönen Braunton oder Beigeton. Der ist wirklich sehr schick. Kann man für vieles nutzen.
So, einmal hier drauf. Der hat unten ein bisschen mehr Saft als oben. Eieieiei. Ui. Oh, mein Stempelkissen ist ein bisschen sehr saftig. Das habe ich so nicht mitgekriegt. Nun gut, muss ich jetzt mit leben. Es geht noch, aber ihr seht vielleicht, ne, das verläuft so ein bisschen. Das ist sehr, sehr saftig und es ist halt ein Papier, was ich sonst nicht verwende. Also dafür ist das Stempelkissen wahrscheinlich nicht so gut geeignet. Das wäre alles ein bisschen viel filigraner. Ich habe jetzt kurzerhand den Kartenrolling nochmal neu geschnitten. Das hat mich jetzt doch ein bisschen zu sehr gestört, weil kann ich die Karte ja gar nicht nutzen. Und das sah wirklich sehr matschig aus. Ich habe mir jetzt rausgesucht von Stamp Market das Gravel. Das ist so ein Grau-Grünton. Kann ich mir hier auch sehr gut vorstellen. Und bin sehr gespannt, wie das dann aussieht. Und hoffe, dass das nicht auch so matschig ist. Aber ich glaube nicht. Das ist schon etwas trockener. Da muss ich wahrscheinlich auch öfter drüber gehen. Das ist auch ein sehr heller Ton, so ein bisschen pastellartig. So. Schaut mal. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich gehe noch mal drüber. Aber hier sieht man jetzt wirklich die schönen Blätter, was bei dem anderen nicht mehr zu sehen war. Das sieht doch schon deutlich besser aus. Dann lege ich das jetzt mal beiseite. Dann kann das noch ein bisschen trocknen. Guck mal, jetzt sieht man auch wenigstens die schönen Blätter. Klasse. Jetzt nehme ich mir den Rahmen. Und da kommt ja unser Spruch drauf. Hier unten mit hin. Und habe ich mir rausgesucht, dieses Set. Das ist so schön. Das nennt sich Geschenke. Und ich nehme mir, weil ich dich lieb habe. Das finde ich sehr passend. Zum Herz. Und das stempel ich jetzt einfach in Schwarz. So, und hier drauf kommen jetzt 3D-Punkte. Und dann wird das auf unseren Kartenrollen geklebt. Ich habe vorhin gesagt, ich würde hier gerne noch was Goldenes drin haben. Ich habe mir jetzt rausgesucht, Nouveau Dream Drops Gold Lux. Das ist nämlich ein schöner Misch zwischen dem Gold und diesem Grau-Grün und finde ich passt eigentlich ganz gut noch mit dazu und da verteile ich jetzt einfach in dem Herz noch so ein paar Pünktchen. Wenn das nicht mal schnell ging, weiß ich auch nicht. Ich finde sie wirklich ganz hübsch geworden. Also für so ein ganz schnelles Kärtchen sieht sie wirklich super aus. Jetzt stellt euch mal das Herz noch in so einem richtig schönen Beige-Ton vor. Das hätte mir natürlich noch besser gefallen, aber da muss ich jetzt erstmal mich an mein Stempelkissen ransetzen und diese Stempelfarbe noch ein bisschen runterdrücken, damit das nicht so, ja, saftig ist. Aber ich hätte das wirklich doof gefunden, wenn man die Blätter gar nicht hätte erkennen können, dass es nur so Matsch ist. So sieht es wirklich sehr schön aus. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch selbstverständlich ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Bleibt wie gesagt dran. Jetzt kommen noch die Verlosungen zu den Kärtchen. Ich bin selber gespannt, wer gewinnt. Für mich ist das selber auch mal aufregend. Und natürlich wünsche ich euch jetzt wie immer einen zauberschönen und sehr kreativen Tag. Und ich würde sagen, bis morgen. Tschüss. Zuerst kommt das goldene Kärtchen. Ich drücke euch einmal die Däumchen. Liebe Juliana, dir gehört das goldene Kärtchen. Sei so lieb und lass mir deine Adresse per E-Mail zukommen. Die blende ich dir hier einmal ein. Oder du findest sie unten in der Infobox. Machen wir weiter mit der Schneeflöckchenkarte. Und auch hier wieder, ich drücke euch die Däumchen. Liebe Cindy, die Schneeflockenkarte gehört dir. Sei auch du so lieb und lass mir deine Adresse per E-Mail zukommen.
So, die letzte für heute, und zwar die schöne Hirschkarte. Und auch hier heißt es wieder Däumchen drücken. Kerstin, die Hirschkarte gehört dir und du bist bitte auch so lieb und lässt mir deine Adresse per E-Mail zukommen und ich lasse euch dann in den nächsten Tagen die Karten zukommen.